Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Die Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Familie rund um Romy. Und die beiden sind hier gerade ganz fleißig am Lesen, was ich total schön finde. Ich hatte schon irgendwie ein bisschen Angst, dass irgendwie ein Geburtstag heute sein wird, aber das sollte jetzt noch nicht der Fall sein, das aber im nächsten Part. Eventuell sowohl der Geburtstag von Riley als auch von Raoul. Müssen wir mal schauen. Aber in diesem Part ist ganz Chillo-Millo-Action und das ist genau mein Ding, Leute. Riley ist wirklich gut in der Schule. Oh, sie hat einfach eine 1+ bekommen. Girl. Wie stolz kann man sein? Süß, sie läuft direkt rein und sie so... Mama, ich habe eine 1. Oh, super süß. Sie ist auch sehr happy deswegen. Du gehst bitte nicht schlafen, sondern hilfst deiner Tochter bei den Hausaufgaben. Weil zusammen geht es doch viel besser. Ja, da ist sie auch schon fertig. Das ging richtig fix, ey. Also es lohnt sich auf jeden Fall mit den Eltern zusammen die Hausaufgaben zu machen. So, und dann darf sie auch ein bisschen Spaß haben. Was ist das für ein Tier? Ein Hund vielleicht? Man weiß es nicht. Blackie geht's auch immer gut, ne? Übel süß. Oh, Raoul wurde befördert zu Küchenchef. Wow. Bin sehr stolz. Läuft bei euch gerade richtig gut, ne? Ich habe ihren Wecker mal für die Schule eingestellt. Ich finde das mit den Glühwürmchen richtig süß übrigens. Ich weiß nicht, aber irgendwie gibt das so ein schönes Ambiente. Ach süß, wenn man sich um den Garten kümmert, dann machen die auch direkt das Laub zusammen. Irgendwie finde ich das richtig schön. Aber er macht jetzt für seine Tochter Müsli, weil die wünscht sich das. Also Müsli zu essen, das finde ich halt sehr, sehr süß. Wenn die so ein bisschen auf die Bedürfnisse von den anderen sich halt rantasten, ist das schon schön. Raoul hat heute frei. Der Wecker, Alter. So, ich wünsche dir viel Spaß in der Schule, my girl. Die Süßen arbeiten weiter an ihrer Logikfähigkeit. Jetzt kommt diese auch noch zu Romy. Naja, vielleicht können wir diesmal mit ihr reden. Nö, schade. Dann nicht. Ich finde nur wild, dass die random... in unser Haus gehen. Guck mal, er müsste eigentlich schon viel höheres Kochen-Level haben. Weiß ich gar nicht, warum das dann jetzt schon vorher die ganze Zeit funktioniert hat. Ich weiß nicht wieso, aber sie hat irgendwie Vibes von einem Sim, den ich in Sims 4 erstellen würde. Oh, und die kleine Maus ist auch schon wieder zu Hause. Sie hat gar keinen Spaß mehr. Ihr Leben ist einfach vorbei gefühlt. Vielleicht spielt ihre Mutter ja mit ihr Fangen. Und dann steigt ihr Spaß wieder. Es wäre zumindest schön, wenn das klappt. Da fragt man sich ja auch, wie kann der Spaß so weit runter überhaupt sinken? So als Kind meine ich jetzt. Also, I don't know. Da ist doch eigentlich noch die Welt in Ordnung, oder? Bei ihr vielleicht nicht. Weiß man jetzt nicht, was in der Schule bei ihr da abgeht, ne? Nee, du gehst doch jetzt noch nicht schlafen, Girl. Hier, du kannst noch mit Spielzeug spielen. Riley hat in 2 Tagen Geburtstag. Da ist der Zeit recht gut und Rileys Laufbahnanzeige bestellt ist, brauchst du dir nicht allzu große Sorgen machen. Vermeide nur, dass Riley mit Ängsten konfrontiert wird, damit der Stand der Laufbahnanzeige in die nächste Lebensphase übertragen wird. Sie ist ein Genie. Das wäre natürlich cool. Ich habe Social Bunny, also beziehungsweise den Freezer Bunny gefunden. Oh mein Gott. Raoul ist ein guter Vater. Naja, ein bisschen Spaß hat sie noch aufgebaut, aber so wirklich, ich weiß ja nicht. Mitten danach kümmert sich Romy erstmal darum, dass sie alle sauer werden. Sie selber und der Hund auch. Toll. Habe ich um 14:45 auch nichts Besseres zu tun. Das sieht sehr lecker aus. Sie möchte eine Geburtstagsparty veranstalten. Können wir ja für Riley machen? Nehmen wir noch einen Tag Zeit. Vor allem, wie kann das dampfen, wenn ich das gerade aus dem Kühlschrank genommen habe? Mensch, hält er 3 Tage hintereinander frei. Wie chillig ist das denn? Er hat Angst davor, ein Baby zu bekommen. Ah, geil. Hat er sich nicht letztens noch eins gewünscht? Oder war das irgendwo anders? So, und du gehst auf zur Schule. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Wird wahrscheinlich diesmal wieder genauso laufen wie letztes Mal. Aber egal. Oh, ich habe mehrere Rechnungen schon nicht bezahlt. Hoppla. Irgendwie kann ich seinen Hunger nicht vernünftig stillen. War. Bon Appetit, Raoul. Dein Interesse für die Kochkunst ist wirklich bewundernswert. Hier ist ein Eingang zu Sus geheimer Küche. Alles klar. Warum legt sie sich immer in das Bett von ihrer Tochter? In dieser Familie bleibt nichts geheim. Die Verwandten haben Rileys Zeugnis gesehen und sind außer sich vor Freude. Sie geben dir $100, da sie zur stolzesten Familie von ganz Sim City gemacht wurde. Was auch immer. Riley hat einen Schulfreund mitgebracht. Dann hoffe ich, dass die beiden sich gut verstehen. Wie heißt die? Wilma. Sie hat einfach das Spielen abgelehnt. Oh mein Gott. Wie asozial. Wieso möchte eine erwachsene Frau mit Riley sprechen? Das ist halt legit eine Fremde. Hä? Sie so, ja, ich bin extra zu dir nach Hause gekommen und jetzt spielst du nicht mehr mit mir. Aber ich denke mir so, Girl, du hast ja abgelehnt zu spielen. Beschwer dich nicht. Riley wird morgen um 18 Uhr altern. Ja, und sie verpisst sich einfach, ey. So, dann hilf mal deiner Tochter.
Oh, dein Bild ist sogar fertig, wow. Aber hilf bitte trotzdem deiner Tochter. Ich find's doof, dass man hier noch nicht so sagen kann, ja, du gehörst in das Bett und du gehörst in das Bett, weil die gehen die ganze Zeit in die falschen Betten und das ist halt schon ein bisschen nervig. Wir lernen jetzt Männchen machen und das funktioniert ab und zu schon ganz gut. Ja, Süßi! Ja, Blackie hat das Kommando direkt gelernt, toll. Sie hat schon wieder absolut gar keinen Spaß in ihrem Leben. Ich weiß nicht, was mit ihr falsch gelaufen ist, dass sie immer gar keinen Spaß hat. Nein, du gehst jetzt nicht mehr an den Herd, du musst nämlich jetzt zur Schule. I'm sorry, girl. Zurzeit zieht das Leben aber auch echt an uns vorbei, ne? Mein Gott, er kann mal sein Bild verkaufen. Wir könnten uns auch ein Teleskop holen für die Fähigkeit, die sich Logik nennt. Dachte, das wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Da muss er nicht immer Schach spielen. Also zumindest müsste das ja auch Logik geben. In neueren Teilen ist es so, ob das damals auch schon so war, weiß ich nicht. Aber müsste ja eigentlich. Also wir werden es dann ja erfahren. Ja, ein Logikpunkt. Jawohl. Er hinkt jetzt schon wieder nur mit Kochen hinterher, obwohl das ja eigentlich seine wichtigste Aufgabe sein muss. Naja. Ich finde es immer geil, wenn hier irgendwelche Kinder rumlaufen. Like, hast du keine Schule, Girl? Und da ist Riley ja schon zu Hause. Und an der Stelle würde ich dann den Part beenden. Was hat sie denn für Sachen an? Ich hinterfrage es, glaube ich, einfach nicht. Aber ich will den Part an der Stelle beenden, denn ich wollte den Geburtstag dann ja im nächsten Part feiern. Deswegen wollte ich dann mich halt da komplett dann drum kümmern. Na, passt das hier mit mir gerade ein bisschen besser. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Die letzten 5 Parts brechen jetzt an, ne? Also, dann ist Sims 2 ja tatsächlich auch schon zu Ende. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!